Finale, das A-Finale, 400 Meter Hürden bei den Männern. Wir sehen auf der Bahn 1 Carsten Müller, TSG Niefern, sein Verein. Auf der Bahn 2, da startet der U20-Vizemeister von 2015. Im letzten Jahr, da hat er die Bronzemedaille mitgenommen. Das ist Felix Tombe Martens, HNT Hamburg. Auf der Bahn 3 einer, der seinen Vorlauf gewonnen hat und noch zur U20 gehört, der U18-EM. Fünfte aus dem letzten Jahr, SG Osterholzer LA, Tom Schröder. Auf der Bahn 4, da startet der zweitschnellste U23er in diesem Jahr, der Titelverteidiger und U20-Vize-Europameister von 2015 vom LAV Oberhausen, Joshua Abuako. Der hat die Norm zur EM bereits erfüllt. Auf der Bahn 5, Michael Adolf, DJK Ingolstadt, sein Verein, und außen auf der Bahn 6, der deutsche Meister von 2015 und der Jahresschnellste, auch er natürlich mit der Norm, Jonas Hansen vom SC Miel. Das ist das A-Finale, 400 Meter Hürden der Männer U23. Ja, Jonas Hansen, der Favorit hier nur auf der Bahn 6. Die ist sicherlich nicht von Vorteil für den Mann, der 2014 Vierter bei der U20-Weltmeisterschaft geworden ist. Sein größter Widersacher Joshua Abuaku auf der Bahn 4. Aber Jonas Hansen, der hat gestern nach der letzten Hürde im Vorlauf komplett das Tempo weggenommen und Kräfte gespart, dementsprechend von der Zeit dann nur auf die Bahn 6 gesetzt. Joshua Abuaku leicht im Vorteil und wir schauen, wer an der Hürde leicht vorne ist. Sie sind nahezu gleich auf. Joshua Abuaku und Jonas Hansen kommen jetzt im Gleichschritt auf die Zielgerade. Joshua Abuaku in Blau, Jonas Hansen in Gelb. Die sind genau nebeneinander. Letzte Hürde, jetzt geht Jonas Hansen leicht nach vorne. Joshua Abuaku gegen Jonas Hansen, der Oberhausener ist leicht vorne. Joshua Abuaku macht es. 50,94 Sekunden die Zeit für Joshua Abuaku vom LAV Oberhausen. Der wird deutscher U23-Meister und behält den Titel aus dem Vorjahr. Also auch 2017 der U23-Beste Joshua Abuaku in offiziellen 50,93 Sekunden. Jonas Hansen vom SC Miel nimmt die Silbermedaille mit. Wir warten noch auf seine Zeit. 51,06 Sekunden und die Entscheidung um Bronze dahinter. Auch da warten wir auf die offizielle Auswertung. Bronze geht an Michael Adolf, DJK Ingolstadt, in 51,77 Sekunden. Der Meister über 400 Meter Hürden heißt Joshua Abuaku.